also guten Morgen. Wir sind hier direkt am Schlägalz-Stausee im Zillertal. Wir haben gerade vier Tage Berliner Höhenweg hinter uns. Nadja, die trinkt heute schon den ganzen Tag ihren Wodka. Mut antrinken. Und die Alex, die pennt noch. Ja, und wir machen jetzt erstmal schön entspannt den Schlägalz 131. Das ist dieser Staumauer-Klettersteig. Und danach gehen wir zum Fitscherjochhaus. Zwei Stunden nach Italien von hier. Direkt am Stausee, der Schlägalz. Wir lassen es heute gemütlich angehen. Erstmal ein bisschen Staumauer raufklettern. Der Schlägalz 131 ist zwar nur B, aber auf den Blick nach unten muss man erstmal klarkommen. Wir sitzen jetzt hier gerade oberhalb des Schlägalz-Speichersees und ich weiß nicht, ich hatte irgendwie gerade so die Idee, wir könnten ja nach Italien laufen. Was meint ihr? Gehen wir laufen nach Italien. Voll Bock. Latsch mal nach Italien. Nach dem Klettersteig machten wir uns auf den Weg nach Italien. Hinten rein ins Fitscherjoch ist es ein gemütlicher, aber schöner Wanderweg. Auf der Lawitzalm gibt es nicht nur viele kleine pelzige Freunde, sondern auch den besten Käse und frische Kuhmilch. Noch ein kleines Stück weiter ins Tal und hinauf zum Joch. Willkommen in Südtirol. Jo, wir sind soeben über die Grenze nach Südtirol gegangen. Sprich, wir sind jetzt in Italien. Ein neues Tal tut sich auf und weht eine italienische Luft entgegen.
Die Hütte ist modern und sehr komfortabel. Sogar kostenlose warme Duschen. Jetzt sind wir Spaghetti.